Hallo, liebe Leute. Freitag, 28.01. Willkommen zurück bei Lottl Gaming. Der vorletzte Arbeitstag auf unserer ersten Station hier in der Logistikerkarriere bei der Planer 1. Ein neues Abendkleid. Na, jetzt reicht's. Ich heiße doch nicht Grüßus. Wunderbar. Dann schauen wir mal in den Fuhrpark. Container, Tank, Kühl, hilft uns alles nichts weiter. Wir brauchen Aufträge. Das nehmen wir doch ge gerne an. Ein Haufen Rechnungen. So, 8 Uhr. Neue Aufträge, wenn ich bitten darf. Schöne Sache. Jetzt faxen wir die Auftragsbestätigung an die Firmen zurück. So, jetzt hat es geklappt und versenden unsere LKWs aus dem Fuhrpark. Ja, der vorletzte Arbeitstag. Heute kommen wir noch mal was reißen. Schicken zuerst mal den Tankauftrag raus. So machen wir das. Birne, ja, ist mir wurscht. Anhänger ab. Abfahren. Versichern und gut ist. So, Kühltransport. Das ist gut. Pritsche habe ich nicht, Tieflader habe ich nicht. Aha. Wo ist mein Tieflader? Ich möchte nicht erleben, dass heute schon wieder was schief geht. Bis 11 in Bielefeld. Ich flipp aus. Dann wird dieser Auftrag auch nicht klappen. Das muss aufhören. Unser hässlicher Manager versaut unsere ganze Karriere gerade mit dem Mist, den er hier abzieht. So. Dann werden wir uns jetzt noch mal um den Container Frachtart kümmern. Da fehlen uns noch 9 Frachteinheiten, um den Auftrag zu beenden. Also es ist ein Ziel, das wir erfüllen müssen. Dazu werden wir uns jetzt mal nach Köln begeben. Doch die Händler anfragen.
Ha! Problem gelöst. Anhänger kaufen. Wunderbar. Und zurück nach Bonn. Perfekt. Ein Tankauftrag ist wieder da. Tank-LKW ist wieder da. Dann können wir den Auftrag auch fertig machen. Anhänger ab. Und gut ist. Dann schauen wir mal in die Post, was wir noch so da haben. Und prüfen vor allem, das ist mir jetzt sehr wichtig, ob wir unsere Auftragsziele alle erreicht haben. Rechnung nehme ich an. Nehme ich an. Nein. Falsch. Wir müssen in den Computer, nicht in den Laptop. Alles auf erfüllt. Wunderbar. Containergliederzug passt, alles wunderbar. Wunderbar. So, 11:16 Uhr. Neue Post ist da. Jetzt schlägt es aber ein. Osnabrück ist furchtbar. Nach Bochum. Ja, komm. Jawohl, und unser Manager hat endlich mal wieder Eisenbahntransport durchgeführt. Das ist gut, das ist wirklich gut. So, dann schicken wir mal hier die Pritsche raus. Abfahren und gut. Und Container haben wir noch ohne Ende. Klasse. Senden. Schöne Sache. Und Container noch. Wunderbar. Das kann man noch transportieren.
Das läuft gerade wie am Schnürchen, wenn nur unser Manager nicht ein paar Aufträge versemmelt hätte. So, verkaufen wir noch ein bisschen was? Ja, einer zumindest. Ja. Den hätte ich noch gern verkauft gehabt. Aber gut, dann ist das so. Schauen wir mal, dass wir noch einen Tankauftrag vielleicht an Land ziehen. Mal beides machen. So. Uhr Post. Mal schauen, was bringt die mit sich? Oh, ein Haufen Putsche. Nehmen wir doch an. Jawohl. Macht was draus, Jungs. Schicken wir mal noch die Geschichte auf die Straße. Zumindest so viel wie möglich. Tank habe ich da mehr nicht. Dann wird es echt übersichtlich. Dann lassen wir ein bisschen mit der Uhr spielen. Tieflader ist jetzt wieder eingetroffen. Mal schauen, ob ich ihn verschicken darf oder ob unser lieber Manager sich dazu geäußert hat. Der Manager war es, war ja klar. Ich will es eigentlich gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Dann springen wir jetzt auf 15 Uhr vor. Ja, hinten raus geht es ziemlich zügig, das stimmt. Oh, schon wieder ein Schaden. Ich flippe aus. Ein Container-LKW ist vor Ort. Machen wir den schnell fertig. Haben ist besser als brauchen. Können wir mit der Bahn ein bisschen was hin und her transportieren? Das wäre ganz praktisch. Ja. Das erfreut doch mein kleines Logistikerherz. Dann geht es wieder ab ins Büro. Die Geschäftsstelle. Schau mal, was wir vorliegen haben. Immer noch nichts. Ach ja.
Dann nehmen wir nichts mehr an. So, wir gehen auf 18 Uhr. Der nächste LKW mit Schaden. Das gibt's ja nicht. So, mehr können wir nicht erledigen. Dann machen wir einen Abflug nach Hause. Und wie bei fast jedem Freitagsvideo üblich, werden wir auch das Wochenende gleich mitnehmen. Ja, heute komme ich pünktlich. Da kauft ihr doch welche. Wunderbar, ganz schön frech. So. Wochenende. Es ist Samstag. Für uns heißt das Ausschlafen. Und mit Ausschlafen meine ich, wir stehen erst um 9 Uhr auf. Somit sollte sich die Energieleiste maximal erholen. Wir gehen zum Tennisturnier. Ja, so war das in den 90ern. Tennis war dann noch sehr populär. Das Wochenende ist vorbei. Das Tennisturnier war spannend. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Schaut rein, wenn es die neue Folge online geht. Bei der nächsten ist unser Vertrag Endstation. Dann werden wir nochmal Trick 17 anwenden, um unseren Gewinn zu maximieren. Lassen wir uns überraschen, wo wir am Ende des Tages stehen werden. Bis dahin, ciao und bye bye.